Hallo liebe Wii-Piloten, es ist tatsächlich wieder soweit. Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es wird Zeit für meine Top-Liste, für meine Flop-Liste, für die besten, für die schlechtesten Filme des Jahres 2023. Kommt es nur mir so vor, da ist dieses Jahr einfach vorbeigehuscht. André? André? Ich meine, haben wir nicht gerade erst gefühlt, keine Ahnung, diese Pressekonferenz gehabt und jetzt ist das Jahr schon wieder zu Ende? Danke dafür. Ja, er hat recht, er hat recht. Aber ja, normalerweise, wenn ich mich nicht irre, habe ich mit den Top-Listen angefangen und danach die Flop-Liste hinterhergehauen. Und ich dachte mir, nee, dieses Jahr sind wir positiver drauf. Dieses Jahr bringen wir den Müll zuerst raus und danach widmen wir uns Filmen, die wir wirklich lieben, beziehungsweise ich wirklich liebe. Und ja, ich habe meine Flop 10 zusammengestellt. Das war gar nicht mal so leicht, denn ey, es gab echt viel Kacke dieses Jahr im Kino. Ich kann es nicht anders sagen. Ich habe so viel Dreck gesehen. Aber ich muss mich ja auch irgendwie konzentrieren auf das, was ich wirklich, wirklich schlecht finde. Und das, was ich nur schlecht finde. Fairness halber, ein paar Disclaimer. Ich habe nicht alle Filme dieses Jahr gesehen. Das sage ich jedes Jahr, aber ich muss es erneut sagen. Wenn ihr euch fragt, wo ist Manta Manta 2? Nein, habe ich mir nicht angetan. Ich muss mir nicht alles antun. Und ja, ich glaube, ich guck mal kurz auf die Liste. Ich glaube, ja, zu jedem einzelnen Film gibt es Reviews. Das heißt, es wird jetzt nicht nochmal ein Review sein zu jedem einzelnen Film. Wenn ihr wissen wollt, was ich von den einzelnen Filmen halte, so detailliert, gibt es Videos. Schaut sie euch gerne an. Ja, hier kannst du Spoilern kommen, eventuell, was jeden einzelnen Platz auf der Liste angeht. Ich glaube, jetzt habe ich alle Disclaimer disclaimed. Ich glaube, jetzt habe ich wirklich alle Disclaimer disclaimed. Nee, das Letzte, was ich sagen will, das ist nur meine Meinung. Es wird ein paar Plätze auf dieser Liste geben, die sind kontrovers. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Filme draufgepackt, die einigen Leuten sehr gut gefallen haben. Ich bin nicht einer dieser Leute. So, jetzt habe ich wirklich alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los. Hey, my man, can I help you? Let me get an autograph. Nah, I ain't signing an autograph, but you get off my car. You don't remember me, huh? Wir fangen an mit Platz 10 und hier haben wir Creed 3. Fairness halber, Creed 3 in Isolation als Sportlerdrama ist das gar nicht so ein beschissener Film wie all die anderen Filme auf dieser Liste. Aber ich nehme diesen Film persönlich. Ich liebe Rocky. Rocky ist ein Franchise, das liegt mir so am Herzen. Und selbst Rocky 5, der ja wirklich als der Durchfall der Reihe zählt, der hat irgendwie noch Purpose. Es gibt einen Grund, warum dieser Film existiert. Creed 3 ist der erste Film im gesamten Rocky-Franchise, der sich genau so anfühlt, wie ein Franchise-Film. Der wurde gemacht, um ihn zu machen. Michael B. Jordan ist Regisseur und ich habe auch das Gefühl, ich sehe nur noch Michael B. Jordan. Ich sehe nicht mehr Adonis Creed. Man macht auch gar nicht mehr so wirklich weiter mit der Beziehung zwischen ihm und Bianca. Rocky fehlt. Und das geht gar nicht klar. Ich meine, Sylvester Stallone hat sogar gegen die Produzenten geschossen. Jonathan Majors ist ein Bad Guy und er ist tatsächlich der Scene-Stealer. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, gegen Ende wird die Nummer so comic-mäßig und ich weiß, das Rocky-Franchise wurde auch so ein bisschen cartoony in der Vergangenheit. Ich meine, Rocky 4, sind wir mal ehrlich, das ist genau so ging der Kalte Krieg zu Ende. Das ist passiert. Das ist, if I can change, and you can change, everybody can change. Aber Creed 3, der ist einfach nur da und stört. Ich weiß nicht, wieso dieser Film existiert. Erst recht, und das ist das Schlimmste, Creed 2 hat ein wundervolles Ende. Für Rocky und für Adonis. Jetzt weiterzumachen und dann so eine hingerotzte Story auf die Leinwand kloppen? Nope, das nehme ich persönlich und deswegen verdient er Platz 10. It's a security gig. Hello? Wir kommen zu Platz 9 und ich glaube, das ist der finanziell erfolgreichste Blumhouse-Film aller Zeiten. Wenn ich mich irre, sorry, aber ich meine das gelesen zu haben. Und es ist gleichzeitig ein Film, der von Kritikern verrissen wurde. Ich habe ihn auch verrissen. Five Nights at Freddy's. Das ist eine Videospieladaption und ich kenne mich nicht mit der Lore aus. Ich habe keinerlei Ahnung. Ich weiß nur, dass man da in so einem Raum sitzt, man hat Überwachungskameras und dann werden da diese animatronischen Wesen irgendwie lebendig probieren, dich zu killen. Daraus könnte man so viel spannende Geschichten erzählen, trashige Geschichten erzählen. Verflucht nochmal. Ich habe dieses Jahr Willy's Wonderland gesehen mit Nicolas Cage. Und das ist genau das, was ich sehen wollte. Was ich hier bekommen habe, ist... Es ist nicht gruselig,
Es ist aber auch nicht trashig genug. Man probiert noch so ein Drama reinzukloppen, so ein Familiendrama. Und ich frage mich die ganze Zeit, was passiert hier? Zwischendurch habe ich gelacht, aber ich habe nicht gelacht, weil der Film lustig ist, weil ich nicht fassen konnte, was der Film für Entscheidungen trifft. Kleines Mädchen tanzt mit diesen animatronischen Wesen rum, die besessen sind von untoten Kindern. Das ist passiert. Das ist passiert. Die Designs, die waren nicht schlecht, aber okay, die haben sich halt an den Spielen orientiert. Ich habe zumindest ein paar Promobilder von den Spielen gesehen. Alles in allem, ich fand den Film einfach nur kacke. Ich fand den wirklich kacke. Und das Krasse ist, wir waren mit einer großen Gruppe im Kino. Fast alle aus meinem Büro waren im Kino, haben den gesehen und irgendwie war ein Hype da. Und das Spannende ist, ich stehe auf dem Schlauch, wenn es um Games geht. Und das bedeutet, ich hatte keine Ahnung, was mich erwartet. Nicht mal ansatzweise. Aber voll viele meinten, hey, Eve, du kennst nicht Five Nights at Freddy's? Ich so, nee, ich kenne nicht Five Nights at Freddy's. Sind alle rausgegangen. Ich glaube, selten ist das passiert, dass irgendwie gefühlt 10, 11 Leute aus dem Kino gehen und alle gleichzeitig sagen, das war scheiße. Das war auch scheiße. Verdienter 9. Platz. Down. I'm not the one to fear, Prime. Wir kommen zu Platz 8 und können wir uns jetzt bitte einig sein, dass das Transformers-Franchise enden muss? Es muss einfach enden. Ich ertrage diese Filme nicht mehr. Ich will sagen, dieser Film ist gar nicht so scheiße wie Transformers 4 vielleicht, aber es ist genau das Gleiche und es ist genauso schlimm. Man macht den gleichen Film mittlerweile seit 2008 oder 2007. Es ist jedes Mal der gottverfluchte gleiche Film und ich ertrage es nicht mehr. Wir sind hier wegen den Transformers. Wir konzentrieren uns nicht auf die Transformers. Wir konzentrieren uns auf irgendwelche Menschen, die uns komplett am Arsch vorbeigehen und dann haben wir einfach nur Boom, Boom, Explosions. Aber das Ding ist, kann nicht fassen, dass ich das sage, aber ich habe das schon in meinem Review gesagt. Diesem Film fehlt Michael Bay. Diesem Film fehlt Michael Bay, weil der kann zumindest diese Explosionsorgien umsetzen. Hier passieren einfach nur Sachen und dann gibt's Affentransformer und dann ist der Film auch zu Ende und das ist das Ding. Das ist das Ding. Dieser Film hat eine Post-Credit-Scene, der G.I. Joe anteasert. Ja, ein Crossover mit G.I. Joe. Will ich das sehen? Verflucht nochmal, nein! Ich will nichts mehr davon sehen. Ich hoffe, dass man uns jetzt damit in Ruhe lässt. Wir haben es verstanden. Ihr steht drauf, immer wieder den gleichen Film zu machen. Aber wir haben diesen Film jetzt schon 5000 Mal gesehen. Ich kann nicht mehr. Ich ertrag's nicht mehr. Deswegen Transformers geht weg. I know that this road has been very hard. And yet here you are. Building this magnificent family. Und wir kommen zu Platz 7. Hier haben wir ein weiteres Franchise, das einfach nur enden muss. Und das ist The Fast and the Furious, aka Fast X. Ich habe mich dieses Jahr durch den Rewatch-Marathon echt gequält, weil ich von Woche zu Woche mehr Gehirnzellen abgetötet habe. Aber Fast X hat echt die Krone gekriegt. Ich konnte nicht fassen, was ich da sehe. In gewisser Hinsicht. Und das ist auch der Grund, warum er nicht ganz so weit oben auf der Liste steht. War das lustigste Kinoerlebnis, das ich hatte? Weil es gibt irgendwie gefühlt keine guten Comedies mehr. Wahrscheinlich, weil sich niemand mehr traut, Witze zu machen, weil es dann Ärger gibt irgendwie online auf Social Media. Dieser Film war fucking witzig. Ich habe den ganzen Film durchgelacht. Aber ich sehe ja, wie Vin Diesel Interviews führt. Der meint es komplett ernst. Was die Nummer wahrscheinlich noch lustiger macht? Nichtsdestotrotz, es war Hirnlosigkeit hoch 40.000. Wenn man mich fragt, Eve, was ist nochmal passiert in Fast X? Ich so, alles. Alles. Es ist einfach alles passiert. Es war Infinity War mit den Leuten und wir müssen uns daran erinnern, die waren mal prädestiniert dafür, DVD-Player zu klauen. Und jetzt sind sie, ich weiß nicht, was sie sind. Sie sind die neuen Avengers. Das ist Avengers. Nennen wir die Sache doch einfach Avengers. Avengers für, keine Ahnung, Arme. Obwohl, Marvel ist ja mittlerweile auch dort angekommen. Ruff! Ganz egal. Das ist der Anfang. Ich weiß nicht, ob es der Anfang eines Zweiteilers ist oder der Anfang einer Trilogie. Mir scheißegal. Ich habe keinen Bock mehr. Ich ertrag's nicht mehr. Ich meine, wie häufig habe ich diesen Vin Diesel reingeschnitten in die Videos? Ich glaube, 5000 Mal. Aber genauso hat sich das angefühlt. Das war alles, was ich gesehen habe, als ich auf die Leinwand geguckt habe. Und deswegen, Fast X musste auf dieser Liste landen. What was that?
Wir kommen zu Platz 6 und hier haben wir einen Film erneut, der könnte locker auf der 1 landen, aber weil das ein derartiger Low-Budget-Film ist, der auch gefühlt nur ein Wochenende im Kino lief und aus irgendeinem Grund zu einem Kultphänomen wurde, habe ich gesagt, okay, er will zwar mit den Big Boys spielen, so richtiger Big Boy ist er aber nicht. Platz 6 ist Winnie the Pooh, Blood and Honey. Es ist ein Slasher-Film basierend auf Winnie the Pooh. Und ich muss schmunzeln, weil die Idee ist geil. Ich sag's, wie es ist. Der Trailer sah so herrlich beschissen aus, so auf diese gute Art und Weise beschissen, dass ich mich irgendwie drauf gefreut habe. Und ich bleib dabei. Die ersten 20 Sekunden, die noch gezeichnet sind, die sind lustig. Danach ist der Film einfach nur scheiße. Und ich meine nicht gut scheiße, sondern scheiße scheiße. Diese Kostüme, diese Masken, die... Soll das wirklich Winnie the Pooh sein? Ja, und das ist das Schlimme. Ich meine, der Mund ist die ganze Zeit offen. Ich habe mich totgelacht, aber das sollte ich gar nicht. Und die Kills dafür, dass das halt so ein Brachial-Slasher sein sollte, ja, die waren ein bisschen zu lasch für mich. Also dann geht all in, dann gibt mir Terrifier-Style. Das war nicht wirklich der Fall. Und dafür, dass wir so unterschiedliche Kreaturen haben könnten mit unterschiedlichen Kills, haben wir nur Winnie the Pooh und nur Ferkel. Und die unterscheiden sich auch kaum voneinander. Und ehrlich gesagt, ich habe den Film nur einmal gesehen, aber ich habe den Großteil des Plots vergessen. Und wenn wir schon über den Plot sprechen, sprechen wir über die Schauspieler. Das war Porno-Qualität. Das ist, ich sag's wie es ist, aber anscheinend wird's weitergehen. Anscheinend wird's jetzt weitere Märchen geben, solche süßen Märchen, die irgendwie zu Slashern gemacht werden. Und an sich finde ich diese Idee herrlich morbide, weil ich auch ein bisschen twisted im Kopf bin. Aber das war einfach nur Dreck. Musste auf der Liste landen. Get back! Wir kommen zu Platz 5 und ich glaube, das ist der erste kontroverse Eintrag in meiner Liste. Eventuell, eventuell nicht. Ich bleib dabei. Indiana Jones and the Dial of Destiny war wirklich das, was ich befürchtet habe. Es war alles, was ich befürchtet habe und noch schlimmer. Mein Held, Indy, wurde einfach nur massakriert on screen. Er ist jetzt natürlich ein alter, sich selbst bemitleidender, betrunkener Loser. Er hat alles verloren und er ist depressiv. Wollen wir das sehen als Indie-Fans? Ich nicht. Ich will es nicht sehen. Phoebe Waller-Bridge war auch natürlich nur da, um ihn die ganze Zeit zu korrigieren und mit dem Finger auf ihn zu zeigen und ihm zu sagen, wie kacke er ist. Und ich... Wie lange geht dieser Film noch? Und es war der längste Indiana Jones Film und es ist der einzige Indiana Jones Film, bei dem man das spürt. Ich bin älter geworden im Kino, weil das war das fürchterlichste am gesamten Indiana Jones 5. Er dauert einfach unendlich lange. Ich meine, er ist so langweilig. Ich habe das noch nie gehabt. Selbst Indiana Jones, ihr zwingt mich immer dazu, jetzt zurückzugehen zu alten schlechten Filmen und zu sagen, ja, verglichen damit ist das gar nicht mehr so schlecht. Und ja, verglichen damit ist Indiana Jones 4 nicht mehr so schlecht. Indiana Jones 4, die Punchline von South Park, so ähnlich wie die Star Wars Prequels, die sind jetzt nicht mehr so schlecht, wenn wir diesen Dreck uns angucken. Und es war einfach nur Mist. Und ich weiß, die Nummer ist auch hart gefloppt und ich weiß, es ist auch hart verdient, weil, nein. Indiana Jones and the Dial of Destiny war absolut nichts für mich. Ich bin richtig, ich bin aus dem Kino gegangen und dachte mir, bist du enttäuscht, Eve? Nein, weil du hast ja auch nichts erwartet. Aber die Tatsache, dass ich in einen Indie-Film reingehe und nichts mehr zu erwarten habe, spricht einfach für den Zustand, in dem wir uns gerade befinden, im Blockbuster-Kino. Und das ist fucking traurig. Wow, this is the real world. What's going on? Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Wir kommen zu Platz 4. Ich fühle den Hate. Oh, ich fühle den Hate. Oh, ich fühle ihn. Ich habe Angst. Ich hatte Angst vor dieser Review dieses Jahr. André, du weißt ganz genau, wie viel Angst ich hatte vor dieser Review dieses Jahr, oder? Wow. Du fandst sie überhaupt nicht gut. Du hast gesagt, du fandst sie schlecht. Du bist so ein Verräter. Du hast sogar im Video gesagt, du fandst den nicht gut. Ich habe nochmal drüber nachgedacht. Ah, ja, ja. Drüber nachgedacht, diskutiert und genau das, dafür ist der Film da.
Verarschen kann ich mich selber. So, Barbie fand ich wirklich furchtbar. Ich kann es nicht anders sagen. Ich fand den Film nicht gut und dabei hatte ich wirklich Erwartungen. Ich weiß, ich bin nicht die Zielgruppe. Nachdem ich ihn gesehen habe, weiß ich, ich bin offensichtlich nicht die Zielgruppe. Aber ich dachte, das wird so ein kreativer Anstrich sein. Greta Gerwig macht gute Filme. Wenn der Film mir nicht auf die Nerven ging, mit einfach nur seltsamem Puppenhumor, der nicht lustig war, dann gab es einfach nur eine Predigt nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen, nach der anderen. Ich so, es hört nicht auf. Es hört, ist das noch ein Film? Ist es noch ein Film oder ist es einfach nur noch eine Message, wo ein bisschen Film dran klebt? Weil selbst diese innere Logik hat nicht wirklich Sinn ergeben für das, was es war. Ich meine, die Tanznummern waren ganz nett und die Sets waren ganz nett und die Kostüme waren ganz nett. Das gebe ich allen, aber ich habe im Kino echt gelitten. Ich habe wirklich gelitten. Ich bin rausgegangen und ich werde nicht verstehen, dass so viele den toll finden. Das fühlt sich für mich an wie so eine Social-Media-Bubble als Film. Nee, ich werde damit nicht warm. Ich fand den wirklich, wirklich nicht gut. Fairness halber, Margot Robbie hat in einem anderen Film dieses Jahr mitgespielt, den ich richtig stark fand. Den werdet ihr auf der anderen Liste sehen. Aber Barbie, nee, war absolut nicht meins. Our dad is definitely not a giant rat. That makes me feel like he's a rat. Wir kommen zu Platz 3. Es wird weiter kontrovers, um Gottes Willen. Teenage Mutant Ninja Turtles Mutant Mayhem. Den Film erneut, ähnlich wie bei Creed. Ich nehme das persönlich, weil, ja, die Animation ist wundervoll, aber das ist so, als wenn du eine wundervolle Verpackung hast, aber drin ist trotzdem eine Kackwurst und genauso fühlt sich dieser Film an. Was hat das noch mit Teenage Mutant Ninja Turtles zu tun? Was? Wieso? Die Charaktere sind nicht wie die Turtles. Das sind nicht Don, Mikey, Raph und Leo. Das sind... Ich weiß es nicht. Kids nur an ihren iPhones. Ich so, wirklich? Meister Splinter ist kein Sensei mehr, sondern so eine Helikoptermama? Okay. Und der Film war weder lustig, noch war er actiongeladen, noch hatte er irgendwas von Turtles-Lore drin. Er hat einfach nur diesen Skinsuit getragen. Das ist so ein bisschen... Der Film ist Leatherface. Leatherface, der seinem letzten Opfer irgendwie gerade... das Gesicht abgerissen hat und es als Maske trägt. Ich so, ich erkenne, wer du sein sollst, aber du bist etwas Hässliches in Wirklichkeit. Und genau das ist dieser Film. Dieser Film ist etwas Hässliches in Wirklichkeit. Ich verstehe nicht, wieso so viele Leute ihn lieben. Ich verstehe es für Leute, die noch nie vorher irgendwas mit Turtles zu tun hatten, okay. Aber jemand wie ich, der damit groß geworden ist, der fühlt sich halt so, als wenn man erneut auf eine IP spuckt, die ich liebe. Und ich mag es nicht, wenn man auf IP spuckt, die ich liebe. Lasst euch was Eigenes einfallen. Das gebe ich zum Beispiel Barbie. Ihr habt was Eigenes gemacht. Aber das? Nee. Das war für mich wirklich eine Beleidigung. Für mich verdienter dritter Platz. Welcome home, honey. Do you read now? What is this? It's classified. Jetzt kommen wir zu Platz 2. Und es war, glaube ich... Ich glaube, es war der peinlichste Film des Jahres. Ja, höchstwahrscheinlich. Es war Fremdschämen hoch 80. Expendables 4. Ihr kennt mich. Ich bin Kind der 80er. Ich stehe auf all diese alten Haudegen und so weiter und so fort. Expendables 2 ist der Wahnsinn. Ist der absolute Wahnsinn. Und der erste ist super. Nicht super, aber er ist gut. Der dritte, dem kann ich sogar was abgewinnen, obwohl der PG-13 war. Und ich habe mich auf Teil 4 gefreut, weil uns versprochen wurde... Jetzt wird's richtig R-rated, jetzt geht's richtig zur Sache. Wen sehen wir auf dem Poster? Statham und Stallone. Stallone spielt was? 5 Minuten mit? Und danach ist es nur die Jason Statham Show alleine und der ganze Film spielt auf dem Boot und sieht aus wie produziert fürs Fernsehen. Ich meine wirklich, so billo darf doch kein Kinofilm ausschauen. Und schon gar nicht ein Kinofilm mit diesem Budget. Ich weiß, Expendables soll ein bisschen trashig sein, aber trashig vom Dialog her. Gleichzeitig wollen wir doch handgemachte, coole Action haben. Wir haben wirklich nichts davon bekommen. Ich habe mich wirklich gefragt, inwiefern qualifiziert sich dieser Film noch, diesen Namen zu tragen? Für mich gar nicht, das war Müll. Und dass sie dann zum Schluss Stallone zurückbringen, das war noch bescheuerter. Weil er stirbt, nur um nicht zu sterben, nur um am Ende zurückzukommen und zu sagen... Nee, lass dieses Franchise sterben, das war's. Das war die letzte Beleidigung, ich habe genug davon und... So billo, wie das aussah, ich so, haben sich die Leute einfach das Geld in die eigenen Taschen gedrückt, anstatt das in die Produktion zu hauen, weil dafür gibt es einfach keine Entschuldigung. Das war wirklich Fremdschämen. Allein schon die Eröffnungsszene, ich so, oh, wow,
Der erste Expendables-Film kam 2010 raus. Wie kann es sein, dass der so viel besser ausschaut? Wie kann, es ergibt überhaupt keinen Sinn. Es war wirklich einer der schlechtesten Actionfilme, die ich je gesehen habe. Und deswegen verdient er zweiter Platz. She knows who I am. Where's the other girl? Wir kommen zu Platz 1. Und das war der Film, ich habe wirklich überlegt, was ist die Eins, was ist die Eins. Ich habe tatsächlich sogar ein paar Dishonorable Mentions, und zwar Megan und 65 und Blue Beetle und The Marvels, die hätten es alle auf diese Liste schaffen können. Es musste aber Exorcist Believer sein, das ist die Nummer Eins, weil es ist der erste Film. Es ist wirklich der erste Film, an den ich mich aktiv erinnern kann, dass ich kurz aus dem Kino rausgegangen bin, um auf die Uhr zu gucken, um zu wissen, wie viel davon noch auf mich runtergekotzt wird. Das war so fucking langweilig. Man nimmt einen zeitlosen Klassiker wie der Exorzist, macht einen modernen Spin draus. Der moderne Spin ist, es gibt diesmal zwei Mädchen, nicht eins. Man bringt natürlich einen Legacy-Charakter zurück. Warum? Nur um diesen Charakter zurückzubringen. Es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass sie mitspielt. Und dann haben wir die Avengers der Kirche. Ich meine, wenn es ein Trash-Film wäre, wäre das schon irgendwo lustig, aber der Film nimmt sich fucking ernst. Der tatsächliche Exorzismus dauert 10 Minuten. 10 Minuten Maximum. Alles andere ist langweiliger Aufbau und ich stehe auf Slowburn-Horror. Ihr kennt mich, ich stehe auf Slowburn. Es war nicht Slowburn, es war einfach nur langweilig. Es ist nichts passiert. Es ist der eine Film, das ist halt die krasseste Mogelpackung auf dieser ganzen Liste. Ich so, das ist, wie kann dieser Film überhaupt sich noch irgendwie qualifizieren, den Namen Exorzist zu tragen? Es war einfach nur langweiliger Schund. David Gordon Green hat ja schon Halloween Ends hart verschissen, als er gesagt hat, wir geben euch einen Halloween-Film, der euch dieses fulminante Finale zeigt zwischen Laurie Strode und Michael Myers. Ja, das passiert in den letzten 5 Minuten. Dazwischen kriegt ihr irgendeine Story, die euch nicht juckt. Genau das hat er hier erneut gemacht. Das ist wirklich gefühlt. Wie lang ging der Film? Ich glaube, der war gar nicht so lang, wie er sich angefühlt hat. Ich meine, der ging nicht mal 2 Stunden, hat sich angefühlt wie 2,5. Deswegen, mein ganzes Zeitbewusstsein war komplett off, weil mich dieser Film einfach zu Tode gelangweilt hat. Exorcist Believer, definitiv die schlimmste Kinoerfahrung des Jahres. Und damit beende ich mein Ranking der schlechtesten Filme 2023. Doch, das ist nur meine Liste. Jetzt frage ich euch, wie sehen eure 10 schlechtesten Filme aus? Schreibt mir in die Kommentare, bevor ihr meine Liste angreift. Schreibt mir, was ihr so richtig scheiße fandet. Ich meine, es reicht, wenn ihr gutes Geld dafür bezahlt habt. Rastet aus in den Comments. Mich interessiert es wirklich, was fandet ihr so richtig mies? All das interessiert mich. Die Top 10. Die erwartet euch demnächst, denn wir wollen auf einer positiven Note enden. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.